Hallo YouTube, willkommen zu Part 4 meiner GameCube Collection. Das erste Spiel, was ich heute vorstelle, ist Star Fox Adventure von Rare und Nintendo eben. Ich finde, das ist ja eins der letzten und schönsten Rare-Spiele, die sie veröffentlicht haben, bevor sie zu Microsoft gegangen sind, beziehungsweise gekauft worden. Weil hier ist die Optik ist super schön. Das Haar vom Fox ist, finde ich, sehr schön gemacht, fast wie Conker, nee, sogar schöner als Conker auf der Xbox, wo das auch schon sehr gut animiert war. Ja, das Star Fox Adventure, man fliegt halt nicht mehr im Raumschiff rum, oder nicht nur, sondern landet auf einem Dinosaurierplaneten und ja, ist eine Art wie Zelda, würde ich schon mal sagen. Also man muss hier viele Rätsel lösen, ist eine schöne Welt, also ich finde das Spiel sehr schön. Aber es ist auch manchmal ziemlich schwer vom Denken her, aber sehr zu empfehlen, eines der allerschönsten GameCube-Spiele, die es gibt. Eine Perle unter den GameCube-Titel und auch nicht ohne Grund ein Only-Titel für den GameCube. Also wenn ihr GameCube hat oder eine Wii, sollte sich das Spiel anschauen und ich kann das nur empfehlen, wenn ihr Zelda mögt, guckt euch das mal an, es ist echt ein Top-Titel. Das zweite Spiel ist Star Fox Assault. Ja, das ist wieder wie Lylat Wars. Man fliegt halt mit Raumschiffen und Panzern und man kann auch hier zu Fuß rumgehen, wie damals auf dem N64 beim Multiplayer. Geht auch zu viert, aber es macht nicht ansatzweise so viel Spaß wie damals auf dem N64, ich weiß nicht warum. Der Solo-Part, der ist okay, die Optik ist auch okay, aber gegen das andere Star Fox, was ich gerade vorgestellt habe, ist es wieder schlecht. Ich will jetzt nicht sagen, dass es hässlich ist, aber es ist auch nicht super toll. Aber ich finde das Spiel trotzdem irgendwie gut. Hat irgendwie was, finde ich. Der Multiplayer hat mir jetzt nicht so viel Spaß gemacht, aber der Solo-Part, die Story macht mir schon Spaß. Und deswegen für Star Fox-Fans auf jeden Fall zu empfehlen, würde ich sagen. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich finde das Spiel auch ganz nett. Dann kommt eine Dreamcast-Umsetzung von Sega, Skies of Arcania, Legends. erstmal ist es eine gute Umsetzung, aber es wurde auch ein bisschen geschnitten. Auf der Dreamcast gibt es, ich weiß nicht, war das in der Bar, da gab es Alkohol und eine Stelle mit Zigaretten und ich glaube mit einem Bikini oder sowas. Und das wollte Nintendo nicht, da haben die da halt irgendwas angezogen. Der Alkohol ist raus, die Zigaretten sind raus. Aber das Spiel ist trotzdem noch dasselbe Fass und auch sehr gut umgesetzt. Kommt sehr nah an der Dreamcast-Version ran. Also eigentlich 1 zu 1 halt mit Kleinigkeiten geändert für Nintendo halt, für das Image. Aber ist ein tolles Rollenspiel. Also viele finden es nicht so gut wie den Kampf, weil es ein paar Sekunden dauert zum Angreifen und wieder abwarten und dann der nächste Angriff. Aber ich finde es cool, das ist so wie die alten Final Fantasy-Teile, finde ich. Die Attacken fand ich früher cool. Mich hat hier nur eine Stelle gestört. Mitten im Spiel verliert man sein Schiff und landet auf einer Insel. Dann muss man Geld sammeln oder Gold. Das dauert eine Zeit. Das war die einzige Stelle, wo ich gesagt habe, boah. Aber sonst ist das cool. Und das Coole an dem Spiel ist, es gibt nicht halt nur typische Rollenspielkämpfe. Man muss auch manchmal mit diesen Schiffen hier kämpfen. Gegen andere Schiffe oder gegen so Riesen. Das weiß ich noch. Das ist ein cooles Spiel. Also ich finde, die Charaktere sind gut. Die Story ist gut. Die Grafik war damals gut. Und ich finde die auch jetzt noch gut. Eins der schönsten Rollenspiele, die ich jemals gespielt habe. Und wer eine Sega Dreamcast hat oder ein GameCube oder eine Wii, der kann sich das kaufen und auf der GameCube oder auf der Wii spielen, wer die GameCube-Version kauft, oder auf dem Dreamcast. Also ich liebe das Spiel, ich hätte das gerne nochmal auf dem Dreamcast, ich habe es damals verkauft, ich Idiot. Aber allein für die Sammlung das zu haben, ja. Auf jeden Fall muss, wer Rollenspiele mag, sollte sich das mal reinziehen. Ja, dann die Sonic Mega Collection, ich glaube da gibt es sogar noch eine von, die habe ich aber nicht. Ja, es sind eben alte Mega Drive Spiele drauf, wie Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3, Dr. Robotnik, Sonic Pinball, Sonic 3, Sonic und Knuckles. Ja, ist ganz nett und für mich als Sonic-Fan musste das damals einfach sein. Habe ich sehr oft gespielt, aber gut. Für Sonic-Fans zu empfehlen, für Leute, die so alte Spiele nicht mögen, auf keinen Fall. Ich fand's geil damals und kann sagen, ja, gut, für Sonic-Fans auf jeden Fall. Dann Sonic Adventure Director's Cut. Ja, ist auch wieder eine Sega Dreamcast-Umsetzung. Eigentlich eine sehr gute, aber ich finde die Sega Dreamcast-Version, die ist ein bisschen besser von der Flames. Also es ruckelt nicht so sehr und die Grafik finde ich ein bisschen auf dem Dreamcast schöner. Aber sonst ist es 1 zu 1 und man kann es auch auf dem GameCube empfehlen. Auf jeden Fall ist ein schönes Spiel, finde ich. Ob jetzt auf dem GameCube oder auf der Sega Dreamcast. Tolles Spiel und sollte man sich auch kaufen. Also ich fand es geil auf beiden Systemen. Und ja, ist halt diese Player's Choice Platinum Edition, aber stört mich nicht. Finde ich cool. Also, wer mein 10 Spiele, die man gespielt haben muss, Teil 1 gesehen hat, der weiß ja, dass ich das geil finde. Und ja, Story ist geil, Soundtrack ist geil. Eines der besten Sonic-Spiele, die es jemals gegeben hat. Sonic Adventure 2, auch in einer Umsetzung. Ich glaube, die ist eigentlich genauso wie die Sega Dreamcast-Version. Aber auch sehr cool, ein bisschen schöner sogar, sehr schnell. Und man kann hier Shadow spielen. Ich finde es einfach nur Hammer. Also, wer
Sonic mag, sollte sich die Sonic Adventure Spiele beide kaufen. Ich finde es, ich weiß auch nicht, ich kann euch nicht sagen, warum, es ist einfach toll. Also, kaufen, 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 kaufen. Dann ein Spiel, wo ich dachte, jo, ist ganz nett. Also, man konnte dann immer, also, das ist was Neues gewesen, man konnte dann mit drei Figuren gleichzeitig spielen und dann immer hin und her wechseln. Fand ich damals am Anfang cool, aber ich muss sagen, später fand es dann nicht mehr so gut. Es war auch schnell und alles, aber ist eins, sagen wir mal so, es ist dann für mich hinter Shadow von GameCube und PS2, weil, ja, ich weiß nicht, es hatte was, man konnte hier mehrere Teams spielen, halt Sonic, Tails und Knuckles oder Amy und diese Hasenfrau und diesen Kater Big und dieses Krokodil und die Biene und so und so. Ist okay, aber ist jetzt nicht mein Lieblings-Sonic. Aber kann man Sonic-Fans trotzdem noch empfehlen. Wobei viele das hier nicht mögen, Shadow the Hedgehog. Mir gefällt's, weil ich mag Shadow, man kann hier ballern und viele mögen das nicht. Ich fand's irgendwie geil. Also, mir gefällt's echt. Ich weiß nicht, warum das eine Kritik bekommen hat. Für mich ist das Platz 3 hinter den Adventure-Teilen, dass es echt gut ist. Ich habe mir das mal damals, glaube ich, in Schweden oder in Estland gekauft. Ich weiß es nicht mehr. Kann man hier auch sehen. Ja, ich weiß nicht, warum das so schlecht bewertet wurde, weil ich finde es eigentlich sehr gut gemacht. Also, für mich eins der, wenn ich das jetzt mit den letzten Sonic-Teile für Xbox da und PS3 vergleiche, mit den ersten Sonic, dann ist das eine Perle hier dagegen. Also, für mich wäre das Platz 3, Sonic Heroes 4. Joa, also zu empfehlen, meiner Meinung nach. Solltet ihr euch mal ansehen. Sonic Riders, ja, da habe ich mir damals viel versprochen von, weil die Optik war echt schön und neue Charaktere, den kannte ich nicht. Und ich dachte, geil, mit so, ja, so, was ist denn das? So Powerscape-Uns der Zukunft, wie damals in der Zurück in der Zukunft. Aber ich fand's denn, ich hab's ein paar Mal gespielt, ich fand's schnell langweilig. Es ging auch zu viel, aber es hat mir irgendwie keinen Spaß gemacht. Gibt es auch für die PS2 wie auch Shadow Hedgehog und Sonic Heroes. Aber, ne. Ist auch, glaube ich, ein Teil für Kinect erschienen. Kann ich euch nicht sagen, wie das ist, aber ich sage euch ehrlich, also mir haben die Sonic Rider-Teile nie Spaß gemacht irgendwie. Ich hab's mir nur gekauft, weil ich Sonic-Fan bin und ja. Solltet ihr lieber da mal Probe spielen. Ja, dann kommt eine Serie, die finden viele cool. Super Smash Bros. Melee. Also ich finde die Serie gut, weil es so viele Nintendo-Charaktere gibt. Zelda, Bowser, Pikachu, Kirby, Donkey Kong und alles. Aber ich weiß nicht. Ich weiß, dass es viele lieben. Ich habe den N64-Teil nicht, weil ich es damals auch nur okay fand. Den Teil fand ich schon besser, aber ich bin nicht so der Smash Bros.-Fan. Ich weiß nicht, an was es liegt. Ich kenne dir Power Stone. Ich finde Power Stone. Gab es für Sega Dreamcast und für die PSP wurde es umgesetzt. Ich finde Power Stone eindeutig besser als Super Smash Bros. Deswegen habe ich auch noch nicht die Wii-Version. Die werde ich mir auch noch kaufen. Aber ich weiß nicht, warum da so ein Hype drin ist. Also für mich ist Super Smash Bros. Einfach nur ein Beat'em'up mit vielen coolen Nintendo-Charakteren. Aber auch nicht mehr. Aber ich finde es nicht schlecht. Also ich werde es nicht sagen, kauf's nicht. Also ich kann es euch empfehlen, aber ich bin jetzt nicht der Fan davon. So. Ja, das waren meine 10 Spiele in Part 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ich sag dann auf Wiedersehen. Kauft euch die Spiele, die ihr meint gut zu finden oder die ich euch empfohlen habe. Genau, das war das Wort. Ich sag auf Wiedersehen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Macht's gut. Schönen Abend noch, Leute. Kommentiert und bewertet, wenn ihr wollt. Doch, ich würde mich drüber freuen. Tschüss.